Vor und zurück, das ist eine gängige Taktik in unserem Alex Kit in Miracle World Workswoo. Und zwar haben wir in Teil 4 einen kleinen Fehler gemacht, da sind wir nämlich in das Wasser gefallen. Und das versuchen wir jetzt zu umgehen, indem wir eben mal zurückspulen. Hier ist nämlich diese fehlerhafte Stelle. Und zwar dürfen wir jetzt gleich im nächsten Bild nicht die Brücke runterfallen, sondern müssen da drüber schweben. Genau an dieser Stelle. Dafür gibt es ein Item, und zwar den magischen Stock. Den seht ihr gleich. Da ist die Auswahl und hier ist der Stock. Und ab sofort kann jetzt Alex Kidd schweben. Schade ist nur, dass sobald er die Leiter erreicht, dieser Schwebevorgang endet. Sprich, Alex Kidd blinkt zwar noch so, als würde er schweben, aber er kann es nicht mehr. Ist aber auch nur halb so wild, denn ab hier müssen wir auch nicht mehr fliegen. Dafür brauchen wir ein anderes Item. Und zwar sind hier ziemlich viele Feuerflammen und ein Frosch unterwegs. Und da könnten wir uns jetzt schlecht durchboxen, zumal man Feuerflammen ja nicht besiegen kann mit einem einfachen Schlag. Deswegen nehmen wir dieses sagenumwobene Talcum Powder. Das ist das Item mit dem Fragezeichen drauf. Und ab nun kann uns niemand mehr was tun. Da haben wir uns gerade verlaufen. Die zweite Leiter ist die richtige. Tja, leider endet jetzt auch schon unsere Unsterblichkeit, die wir gerade durch das Talcum Powder erlangt hatten. Deshalb müssen wir jetzt den richtigen Moment abwarten, um hier runterzuspringen. Jetzt kommen die drei Konsorten hier wieder zurück. Und sobald sich auf dem Hinweg der Skorpion mit dem Feuer überschneidet, können wir runter. Und zwar genau jetzt. Zack. Ab in den nächsten Raum. Und wen haben wir da? Die Prinz... Nein, nicht... Oh Gott, wer ist denn das? Das ist... wow. Jenkin the Great, der Endboss der Endbosse. Endlich ist es soweit. Von Angesicht zu Angesicht stehen wir ihm gegenüber. Und was machen wir? Ha, wie üblich. Wir spielen wieder Schere, Stein, Papier. Jenkin ist ein ziemlich teuflischer Gegner. Gar nicht so leicht zu besiegen. Aber wir schaffen es, indem wir zuerst Papier nehmen, während er Stein auswählt. Und dann schafft er jetzt leider den Ausgleich. Nichtsdestotrotz können wir das Spiel noch in unsere Richtung lenken mit einem 2:1. Schere gegen Papier. Ja. Und daraufhin schießt Jenkin diese Ninja-Sterne, die immer gleich rotierend hier lang fliegen. Es ist im Prinzip... Oh Gott, nein, er hat uns erwischt. Wow, aber es ist an sich nicht schwer, ihn so zu besiegen. Und zwar muss man nur ganz nah an ihn ran, so wie jetzt, und dann in geduckter Stellung bleiben, sobald er schießt. Und nachdem er geschossen hat, einfach hochspringen und ihm gegen den Kopf hauen. Das Ganze dreimal, so wie bei allen anderen Endgegnern auch. Und dann sammeln wir dieses lustige Ding ein, hüpfen die schier endlose Leiter hoch. Und wer ist da? Unsere, wow, unsere Frau Mutter. Unsere Frau Mutter sagt, sie ist in besten Händen und wir sollen die Leute aus Redaxien retten mit der mächtigsten Waffe der Welt, der Krone. Die holen wir uns jetzt auch gleich, doch zuvor brauchen wir eine kleine Stärkung in Form eines Reiskeks. Hier haben wir wieder eine typische Alex Kidd Level im hellen und frischen Blau, an der wundervollen Luft, doch jetzt gleich schon wieder unter Wasser. Ein typischer Gegner hier aus den ersten Levels, der Wasserblubberblasen schießt, die uns jetzt leider auch noch treffen. Wir haben zum Glück noch genug Leben und schwupp landen wir doch plötzlich vor einer riesig großen Tür eines unterirdischen Schloss, die wir gleich daraufhin mal betreten werden, um zu schauen, was sich dahinter so verbirgt. Und das ist jetzt auch schon das wirklich, wirklich letzte Level hier in Alex Kidd in Miracle World. Und zwar muss man über diese Symbole, die am Boden aufgemalt sind, in der richtigen Reihenfolge rüberspringen. Und die richtige Reihenfolge ist Sonne, Wellen, Mond, Stern, Sonne, Mond, Wellen, Fisch, Stern, Fisch. Wir hoffen, ihr könntet euch das behalten, denn wir werden es nicht machen, damit ihr das Ende selber entdecken könnt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal auf www.wetower.de.